Ganz egal, ob mit Cowboy Boots, Cowboy Hut oder auch nicht, in der Tanzschule Traumtänzer dreht sich an diesem Wochenende alles um Line Dance beim Kickin' Country 2023. Es macht immer Spaß mit den Choreografen, die unsere Lieblingstänze so choreografieren, überall in Europa oder auch in der Welt, das mit denen zu tanzen. Mit dem Menschen, der sich das ausgedacht hat, das ist toll. Und wie der Name schon verraten lässt, wird hier ausschließlich zu Country-Musik getanzt. Die Choreografien sind temporeich und anspruchsvoll, machen aber auch sehr viel Spaß. Es gibt viel Lachen, viele soziale Kontakte, Gehirnjogging, Bewegung. Ist also fast wie Sport, aber es gibt eben halt auch, wenn man Line Dance insgesamt betrachtet, Modern Line Dance, Country Line Dance und verschiedene andere Arten eben. Es ist für jeden was dabei. Extra für das Kickin' Country vor Ort, Tanzlehrer Johnny Rossato. Über 10 Jahre Line Dance Erfahrung bringt der Italiener mit. Und er lehrt nicht nur, er choreografiert auch. 3 seiner Schrittfolgen hat er für das Kickin' Country mitgebracht. Wir sind jetzt heute hier mehr Fortgeschrittene, aber er erklärt sehr einfach, also du kannst auch, wenn du Anfänger bist, sehr gut verstehen. Er zeigt die Schritte sehr klar, sehr übersichtlich. Das macht er wirklich gut und er ist super sympathisch. Und was von außen vielleicht leicht aussehen mag, erfordert viel Konzentration und Können. Immerhin handelt es sich beim Kickin' Country um einen Workshop für Fortgeschrittene. Aber natürlich bietet die Tanzschule Traumtänzer auch Kurse für Einsteigerinnen und Einsteiger an. Über 4 Termine und dann haben sie erstmal die ersten Schritte drin, die sie brauchen, um dann praktisch in den fortgeschrittenen Kurs zu gehen. Sie kennen die ersten Tänze und können dann in jede andere Beginnergruppe erstmal quer einsteigen. Termine für Einsteigerkurse finden Sie auf der Webseite der Traumtänzer. Jeder ohne Vorkenntnisse kann teilnehmen. Melden Sie sich ganz einfach online an oder direkt an einem der 3 Standorte am Flughafen Tempelhof, Kurfürstendamm oder in Mariendorf. Und wer denkt, dass es nach über 3 Workshops Line Dance beim Kickin' Country Feierabend heißt, der täuscht sich. Denn natürlich kann das Gelernte auf der anschließenden Line Dance Party gleich angewendet werden. Ganz egal, ob mit Cowboy-Hut oder ohne.